Hallo ihr Lieben und willkommen in meinem neuen Vlog. Heute ist Montag und ich bin verabredet mit meinen besten Freundinnen. Wir brunchen heute. Und kennt ihr diese Fluffy Pancakes? Ich weiß nicht, ich glaube, das kommt aus Japan. Ich bin mir aber nicht sicher. Die sind so ganz, ganz, ganz fluffy und dick und die probieren wir heute zu machen. Und ja, ich nehme euch mit. Ich bin gespannt. Ich bin schon spät dran, deswegen muss ich jetzt schnell los. Upsi. Oh geil, zeig mal. Mach mal den Test über deinen Kopf, bitte. Wow. Über den Kopf. Eins. Don't do it. Es ist steif, aber ich vertraue der Schüssel. Komm. Okay, mach runter. Hoppi, hey. Hey. Chill mal jetzt. Chill mal. Chill. Oh. Chill mal, Hund. Ja, okay. Okay. Wow. Oh Gott. Okay, Hund. Let's call the dog attack. Ja, tut, was ihr tun müsst. Ja, hallo, mein Schatz. Hallo. Wieso haben wir beide eigentlich so over-energized Hunde? Vielleicht gleichen die aus, was wir nicht sind. So fluffy. Alter, das sieht aus wie Marshmallow. Kennst du noch diese Marshmallow-Creme von damals, oh, die du mal die hast du aus Neuseeland mitgebracht hast? Oder woher war das? Oder Amerika? Aber es gibt ja auch hier. Ja, mittlerweile, aber damals nicht. Die war geil. Davon haben wir echt viel gegessen. Die gibt es auch in Pink. Und mit so einem Swirl oder so, ne? Glaube ich. Weiß ich nicht. Das sieht wie diese Duo-Creme von Aldi. Ja. Ja. Ich glaube, das wird richtig geil. So, jetzt soll das da rein. Wie wir auch wieder hier einfach nur daneben sitzen. Ja. Lina und ich gucken immer zu, während Baba kocht oder backt. Und ich finde, das ist auch eine wichtige Aufgabe. Also wir essen die Vorräte leer und lassen ich uns dann schon wichtig, aber bedienen. Ja. Ohne uns wäre nur halb so witzig, oder Baba? Ja, nur halb so witzig, das stimmt. Richtig. Eigentlich tut sie das, was sie immer tut. Oh, so. Mein Gott, Karin. Ja. Wie extra will man sein? Aber ja. Aber. Ja. Oh meine Phrase. Caramelize. Was? Das funktioniert! Oh mein Gott. Ja, why not? An einem random Montag um 10 Uhr bei Baba zu Hause. Junge, wie krass ist das? Yummy. Geil. Das ist überraschend in der Schöne. Ich war gar richtig verwirrt. Was ist das für eine Sauce? Alter, das mit der Creme Brûlée. Vibe. Geil. Kriegen gleich Besuch und Fabio möchte unbedingt einen Brownie backen. Er hat gefühlt noch nie davor gebacken und fragt mich jetzt alle zwei Sekunden, das oder das? Was brauchen wir dafür? Die Haken oder diese anderen Dinger hier? Die anderen Dinger hier. Die hier? Ja. Na gut. Sonst läuft's ja aber. Naja. Ich sag mal so, es brennt noch nichts. Toll. Kann das wirklich sein, dass da 10 Eier rein müssen? Naja, du machst die Portion für 40, weil er bringt das mit zur Arbeit. Für 40 Portionen, ne? Junge, ja. Da hast du die ganze Eierpackung weg. Nee, wir brauchen die aber noch für gleich. Hast du nur eine Packung mitgebracht? Ja, ich wusste nicht, dass da 10 Eier rein müssen. Scheiße. Das kann ich ja nicht alles in den kleinen Topf da machen. Helf mir doch. Schatz, überleg doch mal. Lies mir doch mal durch. Dabei ständig rühren, den braunen Zucker hinzugeben, dann die Eier mit dem Handmixer gut rühren. Hier einfach drin die Eier. Genau! Ja, steht aber auf Scheiße geschrieben, muss man ehrlich sagen. So, dann geht's jetzt los. Hey und herzlich willkommen zu Fabius Backstunde. Wechsel nicht auf. Als erstes schmelzen wir die Butter und die Schokolade zu so einer genannten Soße. Zu einer sogenannten Soße. Genau. Das braucht jahrelange Ausbildung und ist nicht zu unterschätzen. Das ist ja aus Versehen Wasser. Ja, einmal macht er was. Nicht aus Versehen Wasser reingekommen. Der Topf ist zu klein. Oh, Scheiße.
ist nicht schlimm. Kannst du nicht so in unsere eklige Spüle hier filmen, Alter? Bäh, mach das nicht. Das sieht richtig freundlich aus. Und ein bisschen runterdingsen kannst du es auch. Warum? Ja, weil das sonst so wieder passiert. Du hast auch echt nicht den besten Topf dafür genommen. Sorry, Schatz. Dass in deinen anderen Scheiße der Gemüse... Cut. Digga, einmal macht das. Das saft doch dann gleich wieder rein. Nee, du darfst einfach nicht so da drin rumdingsen. Das muss jetzt so chillen. Das schmilzt jetzt, okay? Mach dir einmal was, Leute. Ich krieg hier gleich einen Föhn. Ich wollte arbeiten und die ganze Zeit kommt, was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? Nein, mir ist da Wasser reingekommen. Hilfe! Guck mal, ich komme gerade sogar von der Toilette. Ich hatte nicht mal Zeit, mich wieder richtig anzuziehen. Ja, das passiert halt mal. Oh, shit. nicht alles filmen. Na komm. Also Freunde, wenn ihr einen Crunch in euren Brownies später schmeckt, wisst ihr warum. Fabio fettet gerade die Form ein und das Zwiebel hat sich einfach aufgelöst. Bei mir läuft richtig jemand. Schatz, du machst das so gut, wirklich. Du solltest das öfter machen. Arsch mit Ohren. Trink mal was zwischendurch, muss dich immer stärken. Hallo. Manchmal lassen wir Peppi auch hier oben rauf. Das Ding ist so fertig. Du bist ein kleiner, verwöhnter Zwergi. Bist du ein verwöhnter Zwerg? Next. 2/3 der Brownie-Masse in die Form geben, die Käsekuchenmasse darüber streichen, dann den Rest der Brownie-Mischung darüber geben und mit einer Gabel ein Marmormuster ziehen. Das kriegen wir hin. Backpulver hast du reingemacht, ne? Nein. Liegt doch da, Vanillezucker. Backpulver, nein, habe ich auch nicht reingemacht. Fabio. Steht auch nirgendwo drauf. Du hast kein Backpulver reingemacht. Nein. Wo steht denn das? Oh mein Gott. Wie kann man denn kein Rezept lesen können? Schatz, das wird Schokolade in einem Topf mit Butter schmelzen, dabei ständig rühren, den braunen Zucker hinzugeben, dann die Eier in dem Handmixer gut rühren, das Mehl hinzugeben und nochmals rühren. Die Backpulver? Ja, steht doch da nirgendwo. Oben! Man muss sich das ganze Rezept durchlesen. Wo steht denn? Das fängt doch da erst an. Mann. Backpulver steht da auch nirgendwo. Ach so. Hat das kein Rezept? Hat das Rezept kein Backpulver? Was ist? Ist das jetzt Müll? Nein, ich hab dich verarscht. Also, bitte. Mega witzig. Mm. Nee, ist kein Backpulver drin. Da kommt doch die Zunge raus. Können wir ein bisschen Platz machen? Nein. Mach mal ein bisschen Platz. Alter, das ist ja wohl mein Kuchen. Aber einfach so rüber? Schatz, wenn es dein Kuchen ist, dann brauche ich dazu jetzt auch nichts zu sagen. Zicke. Rüberstreichen. Das ist doch voll flüssig. Gehört das? Geil, Schatz. Richtig gut. Oh, wir haben den Backofen nicht vorgeheizt. Oh, Fabio. Mann, da steht nirgendwo. Oh Gott, bist du blöd. Ey. Oh Gott. Oh nein, oh nein, oh nein. Peppi, nein, nicht weg. Du. Oh Gott, da will man einmal backen. Ey. Fabio. Du hast auch schon ganz schön was verkackt, okay? Oh Gott. Ja, außerdem ist das hier eine Teamarbeit. Ich weiß nicht, warum Backpulver verkackt. Warum du zu mir, oh Gott, sagst, es ist Teamarbeit hier. Scheiße. Karina, hast du gegen die Küche geschissen, oder wie? So sieht das aus. Schenk, 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 wer die Küche aufräumen muss. Okay. Warte. Okay, bereit? Xing, Shang, Shang. Ja! Nee, das ist ab. Papier ist ja so. Ich hab so gemacht. Das heißt? Das ist doppelt. Okay, dreimal, okay? Okay. Xing, Shang, Shang. 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 Oh Gott. Oh Gott, ich schwitze. 2-1, oder? Ja. Xing, Shang, Shang. Ja! Nee! Tu nicht so!
Du nicht so. Wir haben es hier auf Tape. Ich habe gewonnen. Fabio. Es stand schon länger. Ich habe doch eben gerade gesagt 2-1 für mich und es, du, ja. Nein, es stand 2-2. Nein, never. Um was wetten wir? Ja, Videobeweis. Gucken wir uns das wirklich jetzt an? Du weißt das ganz genau, ne? Ein oder nix. Xing, shang, shang. Hey ihr Lieben, ich sehe heute ein bisschen fertig aus, weil ich hatte eine nicht so tolle Nacht. Ich hatte einfach eine Panikattacke. Ich bin um 4 Uhr aufgewacht und hatte irgendwie voll den Druck auf der Brust. Dann bin ich kurz auf Toilette gegangen und dachte so, ja okay, so entspann dich, ist gleich schon wieder weg. Vielleicht hast du dich irgendwie komisch hingelegt oder sowas. Ich mache mich nebenbei fertig und Fabio sitzt hier auch im Hintergrund. Das ist blöd, dass ich mit meiner Kamera spreche und nicht mit dir, Schatz. Ach, geht schon. ja, genau. Also um 4 Uhr bin ich aufgewacht, mir ging es richtig schlecht. Dann habe ich Fabio irgendwann geweckt und meinte so, mir geht's nicht gut. Und hatte halt voll den Druck auf der Brust. Und ich habe schon gespürt, so irgendwie fühlt sich mein Körper gerade richtig kacke an. Und es hat sich irgendwie jetzt wieder gleich eine Panikattacke kommen. Aber ich war halt so verwirrt, weil es gab ja gar keinen Grund. Also ich hatte überhaupt keine Angstsituation, ich hatte keinen Albtraum. Ich hatte nichts, was heute ansteht, bevor ich Angst hatte oder anxious war oder sowas. Aber es kam einfach aus dem Nichts und es war schrecklich und es hielt auch richtig lang an dieses Mal. Also keine Ahnung, wir waren dann bestimmt eine Stunde wach. Und ja, ich habe dann meiner Therapeutin auch in der Nacht geschrieben, meinte so, hey, ich hatte gerade eine Panikattacke, ich kann das nicht zuordnen und sowas. Sie hatte mir auch geantwortet, dadurch, dass ich gerade so viele Expos mache und das so präsent ist in meinem Kopf quasi, dieses ganze Thema. Ich rede da halt auch momentan sehr viel drüber in meinem Freundeskreis und setze mich allgemein einfach viel mit dem Thema auseinander. Ja, kann sowas mal passieren, so also eine Erstverschlimmerung. Ja, und auch allgemein nochmal zum Thema, also ich realisiere halt momentan, wie doll ich mich eigentlich zurückgezogen habe und wie stark eigentlich mein Vermeidungsverhalten ist, weil ich hatte ja richtig lang keine Therapie. Ich habe diese krassen Panikattacken, würde ich sagen, seit so 4 Jahren. Und ich habe mir immer gesagt, ach ja, ich bin schon wieder in einer guten Phase und ich habe es ja auch nicht mehr so oft. Aber weil ich einfach alles vermieden habe, wo ich es gehabt hätte normalerweise. Und ich habe es halt richtig lang hinausgezögert, mir einen Therapieplatz zu suchen. Und merke jetzt erst so, wow, hättest du das mal früher gemacht, weil ich jetzt auf einmal ganz viele Sachen realisiere, die ich mache, die ich davor so, wo ich so gesagt habe, ja, das bin ich halt und mir macht es halt keinen Spaß, essen zu gehen, ich habe keine Lust darauf, ich bin halt nicht so der Mensch, der gerne unter Leuten ist, der gerne in Bars geht und sowas, aber da spricht halt diese Angststörung aus mir heraus, diese Seite an mir, die ja, mich immer in dieser Sicherheit haben möchte, die mir dann halt immer so sagt, ja, wenn du da jetzt hingehst, dann geht's dir schlecht. Und das ist ja auch ganz klar, dass ich keine Lust auf diese Sache habe, wisst ihr. Und für mich persönlich, mir ist auch immer ganz wichtig zu sagen, das gilt für mich, das heißt nicht, dass es für euch gilt. Allgemein, wenn ich hier über meine Erfahrungen und so weiter spreche, ist es für mich. Und ich möchte da auch nicht so ungefragte Ratschläge oder irgendwas bekommen, sondern ja, genau. Also ich mache das alles mit meiner Therapeutin zusammen. Die hat ganz, ganz viele Jahre lang studiert, hat ganz viel Erfahrung und ihr vertraue ich. Das war mir noch einmal wichtig zu sagen. Genau, und sie meinte halt auch, das Einzige, wie es besser werden wird, ist halt, wenn ich, weil ich habe halt über die Jahre, immer wenn ich an einem Ort eine Panikattacke hatte, habe ich halt den Ort, oder? Habe ich dann halt den Ort mit dieser Angst verbunden. Das heißt, wenn ich keine Ahnung, in der Europapassage und im Einkaufszentrum eine Panikattacke bekommen habe, dann verknüpfe ich, oder habe ich halt über die Jahre verknüpft, ah, okay, in Einkaufszentren geht es mir nicht gut. Also nicht nur in der Europapassage, sondern bei mir war dann auch allgemein, Einkaufszentren sind schwierig. Ah, okay, in Restaurants habe ich mich mehrere Male richtig unwohl gefühlt, hatte vielleicht auch mal eine Panikattacke. Ah, okay, in allen Restaurants fühle ich mich unwohl. Und so hat dann diese Angststörung über die Jahre einfach mir so viel Lebensqualität und so viel Freiheit genommen, weil die mein Leben halt so beeinflusst und ich dachte halt die ganze Zeit, ja so bin ich halt und so lebe ich jetzt halt mein Leben, aber nein, so ich muss dagegen ankämpfen oder ich möchte dagegen ankämpfen, weil ich nicht mehr möchte, dass dieser Scheiß meinen Alltag so bestimmt, weil ich möchte wissen, wer ich bin, was ich mag, was mir Spaß bringt, was mir keinen Spaß bringt und nicht, was meine Angststörung Spaß bringt, was meine Angststörung keinen Spaß bringt, wisst ihr? Und deswegen, genau, momentan ist jetzt halt der Plan, dass ich mich vielen Ängsten stelle. Und das geht nicht nach einmal weg, nicht nach zweimal weg, nicht nach dreimal weg, sondern wahrscheinlich muss ich jetzt 20 Mal essen gehen, sodass ich mich halt auch wieder an dieses Angstgefühl gewöhne. Weil diese Angst vor der Angst ist halt irgendwie so krass. Also ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal mich richtig eingelassen habe auf eine Panikattacke. So,
ich probiere dann halt, wenn ich merke, okay, es geht mir gerade nicht gut, ich verlasse jetzt die Situation und dann kommt es ja nie dazu, dass ich diese Gefühle spüre, wie bei einer Panikattacke, also die von einer Panikattacke, wisst ihr, wie ich meine. Und dadurch, dass ich halt immer vermeide, bin ich nicht mehr dieses Angstgefühl gewöhnt und fühle dieses Gefühl nie zu Ende, weil ich halt immer frühzeitig aus der Situation rausgehe. Und die letzten Male, wo ich halt so Angstsituationen hatte, habe ich bis zum Ende gefühlt. Das ist super anstrengend, das fühlt sich schrecklich an, aber ich habe dann halt auch danach realisiert, danach hört es halt auch auf. Also es ist nicht so, dass ich dann wirklich umkippe und wirklich sterbe und wirklich einen Herzinfarkt bekomme, was man halt in diesen Momenten oder ich in diesen Momenten denke. Naja, was ich eigentlich nur sagen wollte, momentan geht es mir mental nicht so gut. Das liegt einfach daran, dass ich mich halt viel damit auseinandersetze, dass es anstrengend ist, sich seinen Ängsten zu stellen, sich Sachen zu stellen, die man jahrelang vermeidet, mit diesem Bewusstsein auch, weil so, ich war hier und da mal essen, aber ich bin halt immer mit dem Bewusstsein essen gegangen, ja, du kannst ja jederzeit nach Hause fahren, wenn es dir nicht gut geht. Jetzt ist es so, dass wir diese Expos planen. Ich plane die mit meiner Therapeutin und wir planen dann, okay, du bist jetzt 2 Stunden da, du isst ein Gericht, du trinkst dein Getränk aus, auch wenn du da auf Toilette gehst, auch wenn du da eine Panikattacke hast, du bleibst da und realisierst dann, dass nichts Schlimmeres passiert als eine Panikattacke, was schon ziemlich verdammt schlimm ist, aber nicht wirklich schlimm, weil es fühlt sich nur schlimm an, aber es passiert nicht wirklich das, was ich denke. Ja. Oh mein Gott, ich habe gerade so, also ich laber hier immer viel und habe immer einen Monolog gehalten, aber ich habe gerade 5 Minuten durchgehend geredet, das wird so ein One-Cut-Video, ey. Crazy. Ja, naja, Schatz, wie fühlt sich das für dich in solchen Situationen an, wenn ich dich wecke und sag, mir geht's komisch, willst du dazukommen? Mit deinem Stuhl hier dran schieben? Du hast gerade meinen Monolog auch einfach zugehört, ne? Hallo. Was ist hier die los? Die draußen gerade Hunde lang gehen. Ja, was ist das für dich? Für mich? Ja, erstmal natürlich so ein bisschen geschockt, weil man damit nicht rechnet, wenn man gerade aufwacht. So. Oder allgemein, wenn du mir sagst, dass du gerade so ein unwohles Gefühl hast. So, was sage ich? Ich sag immer, ich fühle mich komisch. Und dann weißt du direkt so, scheiße. Okay, jetzt geht's los. Nee. Ja, im ersten Moment vielleicht dann auch immer so ganz kurz so ein bisschen überfordert, so, was soll ich jetzt machen? So. Aber ja, in der Regel versuche ich dich dann ja immer, je nachdem auch wie die Situation ist, zu beruhigen. So, wenn du schon so ein bisschen, sag ich mal, hektisch bist und so, früher hast du auch immer viel gesagt, so, du kriegst keine Luft oder so, dann habe ich immer... Das ist nicht mehr so, ne? Nee, ist nicht mehr so. Weil ich komme nicht mehr in diese krasse Überforderungsdings. Aber nee. Er sagt dann zum Beispiel sowas wie, lass alles raus, wein, weil du weißt, dass Wein mir hilft in dem Moment. Okay, zu Hause ist wahrscheinlich egal, aber so, wenn du in Situationen so beim Essen bist oder so und dann weinen musst, ist das ja klar unangenehm, aber ja, also aus anderer Sicht so, okay, da weint eine Person, dann denkt er sich vielleicht seinen Satz, warum die weinen könnte und dann ist es aber auch schon wieder irrelevant, sag ich mal, so, weißt du? Ja, voll. Also, ich denke halt immer, mich guckt jetzt das ganze Restaurant gerade an und jeder Einzelne denkt sich, oh nein, was ist denn mit der Person los und der redet mit seinem Partner darüber, guck mal, die Person weint und sowas. Ja, ist vielleicht so, auch so, aber dann sehen die ja wahrscheinlich auch in mir, dass ich jetzt dann nicht so traurig aussehe, so, und dann, ja. Also, lass die Leute auch denken, was sie wollen, so, wenn es dir danach besser geht, so, dann ist einmal der Druck vielleicht weg und dann ging es ja beim letzten Mal jetzt auch nach dem Wein, so. Ja, das ist bei mir halt einfach wirklich auch so grundsätzlich so, was denken andere Leute von mir? Ja. Ja, aber... Also das ist ja nicht nur auf Wein bezogen, das ist ja, keine Ahnung, wenn du neongelbe Schuhe trägst, dann denken wahrscheinlich auch andere Leute, oder was denken dann andere Leute von mir, aber ich dann weiß. Lass die Leute das denken und ist ja eigentlich egal, so, ne? Ich weiß, das muss ich jetzt erstmal lernen. Aber ist natürlich auch leicht gesagt aus meiner Situation, so, ne? Ja, aber für dich ist es auch nicht einfach mit mir immer, ne? Ist auch nicht einfach und gerade so... In Situationen, wo ich dann ja auch nichts machen kann, so, okay, beim Essen, theoretisch, früher sind wir dann einfach immer gegangen. Ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel so... mitnehmen und ich bin schon mal ins Auto gerannt, hab mich hingesetzt und Fabio hat noch bezahlt und die Sachen mitgenommen und dann sind wir richtig geflüchtet beide. So, wir müssen jetzt los. Gerade kam das Essen, du hast gerade so deinen ersten Happen, lecker, oh, richtig lecker und dann guckst du mich an. Ja. Oh. Ja, aber zum Beispiel so beim Autofahren, wenn du dann da sagst, so, boah, es geht gerade gar nicht oder so, und dann Stau ist oder so, kann ich auch nichts machen. So. Und dann bin ich natürlich auch ein bisschen nervös, so, weil
ich dann nicht weiß, wie du dann weiter reagierst, aber... Wir wissen jetzt auch beide, und du weißt es auch mittlerweile, dass nichts Schlimmeres passiert, ja, als... Was soll passieren, wenn du im Auto kacken musst? Meistens haben wir Hundebeutel von Pöppi dabei. Ich habe schon so oft zu Fabio gesagt, so oft so, Fabio, heute ist der Tag. Ich werde heute in dein Auto scheißen. Und er so, oh, bitte nicht auf meine Sitze. Hat so einen Fußraum klettern. Ja. Nein, nee. Ach. Du machst das schon sehr gut. Muss man so wissen. Ein bisschen da reinkommen. Ja, danke schön. Du machst das auch sehr gut. Danke, dass du mir immer so zur Seite stehst. Und vor allem danke, dass du das alles ernst nimmst. Weil ich glaube auch... Danke. Yeah. Danke, dass du das ernst nimmst. Weil ich glaube... Häufig ist es ja auch eine Enttäuschung für dich dann, wenn wir Sachen nicht machen können. Und du hast mir noch nie, das knurze ich hier gleich wieder, du hast mir noch nie das Gefühl gegeben, so, es ist jetzt richtig scheiße, ich bin richtig enttäuscht, dass es nicht klappt. Wieso bist du so? Nein, also klar gibt es Situationen, wo ich mir denke, auch so, ach Mist, schon Lust gehabt, das jetzt zu machen oder was auch immer. Häufig bist du dann auch alleine hingegangen, wenn ich so sage, hey, ich schaff's heute nicht, dann bist du alleine hingegangen, aber manchmal ist es ja auch so, dass ich sage so, hey, du musst das bitte mit nach Hause kommen, ich schaff's nicht alleine da jetzt durch. Und vielleicht schaffe ich es in der Zukunft, jetzt auch mit der Therapie und so. Ich glaube, ich werde jetzt allgemein viel mehr schaffen, wir werden allgemein viel mehr machen. Und das wird jetzt erstmal ein paar Wochen richtig anstrengend, auch für dich und für mich noch mehr. Und ich werde mehr Ruhephasen brauchen als davor. Und dass du das halt auch verstehst, ne? Wenn, ja, dass es für mich so ein Marathon ist, aber das tust du ja auch immer. Und dass jetzt erstmal eine anstrengende Zeit kommt, aber langfristig. Meine Therapeutin meinte auch, dass es kurzfristig, also dass der Partner natürlich kurzfristig helfen kann, indem man sagt, ja okay, komm, wir fahren nach Hause, ist alles gut. Und kurzfristig geht es mir dann ja auch besser, weil dann kommt die Panikattacke ja nicht und dann bin ich erleichtert und sage, oh okay, gut, es ist weg, es war gut, dass wir gegangen sind, weil ich habe ja den Lerneffekt gemacht, wenn ich gehe, ist es weniger. Kurzfristig funktioniert das. Sie meinte aber, auf langfristige Sicht ist es natürlich nicht förderlich, weil langfristig wird das alles durch diese Flucht nur noch viel schlimmer, durch dieses Vermeidungsverhalten. Ja, und dann, also bevor du Therapie angefangen hast, war es ja auch schon immer so dieses Motto so, wenn was nicht klappt, dann lass uns jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern dann probieren wir es wieder und wieder und wieder so. Und ich weiß noch ganz am Anfang, als wir zusammen waren, so, keine Ahnung, haben wir kaum irgendwas gemacht, so vielleicht alle 3 Monate waren wir mal in der Innenstadt oder so. Und ja, dann irgendwann, da ich ja auch einen großen Freundeskreis eigentlich hatte oder hab. Fabio furzt nicht oder ich nicht, sondern das ist Peppa, die ja, waren wir eh immer so ein bisschen viel dann eigentlich auch unterwegs. Und ich hatte da auch das Gefühl, dass es irgendwie dann über die Jahre auch besser geworden ist, weil du immer mehr probiert hast und dann ist man vielleicht auf dem Weg in die Stadt, keine Ahnung, zweimal umgedreht, aber beim dritten Mal warst du dann, keine Ahnung, den ganzen Vormittag in der Stadt oder wie auch immer so. Ja. Also, immer weiter probieren war schon wichtig. Ich glaube auch. Und das wird jetzt auch noch viel mehr passieren. Ja, na. Ja. Gut, dann war ein kurzer Panikattacken-Talk. Danke, dass du toll bist. Danke, dass du toll bist. Danke, jetzt wieder raus. Mich dabei haben wir jetzt. Tschüss, 1, 2, 3. Dumm. Jetzt noch Fabios Brownie. Wir haben gestern schon ein Stück gegessen und es war delicious. Ich bin ja ein Fan von kalten Brownie. Oh, dieser Fokus, Alter. Magst du ihn lieber kalt oder warm? Ich glaube kalt. Ja, ich auch. Weil dann die Schokolade, wenn man Kuvertüre benutzt hat, war aber gestern gesagt, wird das so richtig geil, hart. Noch ein. Mmh. Oh mein Gott! Ich dachte erst gestern, dass der. Oh mein Gott, das ist so creamy! Dass der nichts geworden ist, weil der so flüssig noch war. Ja. Aber jetzt kalt. Oh mein Gott, das ist so cremig. Wir packen euch auf jeden Fall das Rezept in die Kommentare. Ist aber sehr anspruchsvoll. Ist echt nicht anspruchsvoll. Kann ich noch einen? Dann denk an das Backpulver. Oh mein Gott, dieser Fokus! Mmh. 10 von 10. Geiler kann Brownie nicht sein. Ich hatte das Eckstück. Danke. Ich möchte hier so rein. Nein. So. Du bist jetzt auch.
Pepper bekommt jetzt einen freshen Haircut. Die kleine Maus, die scheren wir so alle 3 Monate, würde ich sagen, weil das uns mit der Fellpflege einfach richtig anstrengend ist bei Eo. Sie weiß schon, was kommt. Sie feiert es nicht ganz so doll. Aber da muss sie jetzt durch. Genau, weil das uns mit der Fellpflege einfach so schwierig wird. Deswegen müssen wir sie regelmäßig scheren. Wir haben dafür so ein Schergerät. Ich kann euch das gerne mal verlinken. Das ist von Amazon. Und so eine Bürste kann ich euch empfehlen. Gerade wenn ihr Pudel habt, ist sie richtig gut. Und was brauchen wir noch? Ganz viele Leckies. Magst du die? Neu, die kennst du noch nicht. Was haben wir denn hier Feines? Beef. Magst du das? Aber. Super. Ich setze sie immer auf so einen Stuhl, das ist einfacher, weil sie da nicht so überall hin kann, sitzt. Und ich fange sie immer an, erstmal einmal zu bürsten. Ich zeige euch jetzt mal hier ein Before. Das ist das Before. Grob ihren Rücken gekämmt und jetzt machen wir einen Aufsatz darauf. Ich muss mir überlegen, welche Länge wir machen. Ich mache es immer gern ein bisschen kürzer, dann sieht sie immer ein bisschen crazy aus für ein, zwei Wochen oder so. Aber dann hat man immer was davon, weil das ist immer ein Akt, das wird jetzt eine Stunde dauern. Ich mache 6 mm. Pepper schon nur noch die Hälfte. Ups, tut mir leid. Jetzt schneide ich ihre Beinchen. Ich mache immer noch so ein bisschen, gucke, ob noch irgendwas übersteht. Und vor allem ihre Pfoten, das findet sie immer richtig kacke. Sie immer zu mir. Au! Sie immer zu mir schieben. Good girl. Sehr gut. Und das schneide ich immer einfach einmal so rum. Ich habe so eine abgerundete Schere. Wichtig bei Pudeln immer darunter, dass man das auch frei schneidet. Immer ein bisschen kompliziert hier. So, Friends, wir haben beide keinen Bock mehr. Wir machen jetzt noch das Gesicht. Ich sehe schon komplett crazy aus. Oh mein Gott, wenn ihr sehen würdet, was hier unten alles liegt. What the fuck, wie viel kann von einem kleinen Hund abkommen? So, im Gesicht mache ich einen länger. Also nicht mehr 6 mm, sondern 9. Und da schere ich auch immer ein bisschen und mache dann gleich noch mit der Schere. Und so sieht es einfach danach aus. Das will ich jetzt erstmal aufräumen. Und das ist das After. Oh Gott, wie kann man nur so süß aussehen? Och nee, mein Schatzi. Du siehst so klein und frech aus. Okay. Was war das denn? Gute Glühwein, wann's denn? Peppi. Kuss. Peppi, Kuss. Kuss. Kuss mir Kuss geben. Kuss. Good girl, super. I love you. Warum bist du so aufgedreht? Aha. Frage ich mich, während ich sie hier animiere. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich ganz vergessen habe, den Vlog zu beenden. Deswegen mache ich das jetzt auf diese Art und Weise. Ich hoffe sehr, 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 dass es euch gefallen hat. Wenn er euch gefallen hat, würde ich mich riesig über euren Support freuen. Beispielsweise über ein Like oder einen Kommentar oder wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich packe euch hier mal den Link zu meinem Kanal hin, dann kommt ihr direkt dahin. Und hier meine Playlists mit den anderen Vlogs. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich habe euch lieb, ihr Mäuse. Und lasst euch nicht ärgern.